Seien Sie gespannt, welche Gedanken sich die evangelische Jugend Neuhausen-Nymphenburg zum Thema Gemeinschaft gemacht hat. Sie hören Bina, Maike, Deborah, Tobi und Lisanna. So lade ich Sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ein, diesen Gedanken zu lauschen. Wir wollen heute über Gemeinschaft reden. Wenn man Gemeinschaft googelt, findet man diese Definition. Gemeinschaft bezeichnet eine überschaubare soziale Gruppe, deren Mitglieder durch ein starkes Wir-Gefühl eng miteinander verbunden sind. So eine Gemeinschaft ist zum Beispiel die Kirchengemeinde, der Kirchenvorstand oder auch die evangelische Jugend Neuhausen-Nymphenburg. Hier erleben wir besonders stark dieses Wir-Gefühl. Jeder und jede, die bei uns mitmacht, gehört zu unserer sozialen Gruppe. Wenn wir gemeinsam Aktionen organisieren und Freizeiten gestalten, schweißt das noch enger zusammen. Zurzeit können wir uns aber leider nicht sehen. Freizeiten und viele andere Aktionen mussten abgesagt werden. Das macht uns sehr traurig. Ähnliches erleben gerade bestimmt auch viele von euch. Man kann die Familie nicht sehen, die erwachsenen Kinder, die Enkelkinder, Eltern, Geschwister und Großeltern. Aber auch Freunde darf man nicht besuchen und Ehrenämter nicht ausführen. Der Brunch am Montag mit der Schwester, zum Sportverein am Dienstag mit den Sportsfreunden, zur Kirchenvorstandssitzung am Mittwoch, Kaffee trinken am Donnerstag mit einer Freundin, Grillabend am Freitag mit der Clique, Kino am Samstag mit dem Partner und Frühshoppen am Sonntag mit alten Freunden. All das muss jetzt erst einmal Pause machen. Das heißt aber nicht, dass in diesen Wochen jeder Kontakt abbrechen muss. Zum Beispiel könnte man ja auch einfach mal wieder einen Brief schreiben. Und wenn man sich sehen will, kann man auch noch Videochatten. Das kann heute wirklich jedes Handy und ist ganz einfach zu erlernen. Daher wollen wir heute den Fokus auf das legen, was uns verbindet und nicht auf das, was uns vermeintlich trennt. Als Zeichen dafür stehen auch die vielen Freundschaftsbänder, die auf vielen tollen Zeltlagern entstanden sind. Dadurch, dass wir sie noch lange am Arm getragen haben oder sogar immer noch tragen, bestärken sie auch in diesen Tagen unsere Gemeinschaft. Auch im Glauben sind wir alle miteinander verbunden. Wir gehören zur Gemeinschaft mit Gott. Und Gott ist immer bei uns. In der Bibel steht dazu im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 17 bis 18. Es gibt beim Abendmahl nur ein Brot. Und obwohl wir so viele sind wir doch ein Leib, weil wir alle von einem Brot essen. Seht euch doch einmal an, wie das Volk Israel Gott verehrt. Alle haben Gemeinschaft mit Gott, weil sie gemeinsam vom Fleisch der Tiere essen, die Gott auf dem Altar geopfert werden. Guter Gott, wir bitten dich für die Gemeinschaft unserer Jugend, dass wir unsere Verbundenheit nicht vergessen, sondern erinnere uns täglich an unsere gemeinsamen Erlebnisse. Wir bitten dich für die gesamte Gemeinschaft unserer Kirchengemeinde. Lass uns enger zusammenkommen, egal ob alt, ob jung, egal ob in Gedanken oder für jeden nach außen gut sichtbar. Wir bitten dich für unser aller Gemeinschaft im Glauben und für alle, die noch nicht zu dir gefunden haben. Hilf, dass sich keiner alleine fühlt. Jeder soll merken, dass er Teil einer tollen Gemeinschaft ist, die uns nährt wie das Leib beim Abendmahl. Amen. Man sagt auch, Vorfreude ist die schönste Freude. Und so freuen wir uns schon auf die Zeit, in der wir uns endlich wiedersehen, umarmen und quatschen können. Bis dahin gestalten wir diese Zeit mit positiven Gedanken und schönen kleinen digitalen Projekten, wie diesem oder dem ersten digitalen Geländespiel. Schaut doch gerne mal auf Instagram unter ejnn_muc vorbei. Dort sieht man, dass auch in diesen Tagen unsere Gemeinschaft lebendig ist. Wer mag, kann jetzt gerne noch mit seiner Familie oder für sich selbst das Lied »Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind« singen. Bleibt positiv und gesund, eure evangelische Jugend
Neuhausen, Nymphenburg. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.